Ja, Heiligkeit, Sie sind noch da. Und es sind noch viele dazugekommen. Sehr viele. Sie beten. Der Platz ist voller Menschen. Ihr Vater geht von Ihnen. Ich liebe Sie. Und Sie mich. Aus der ganzen Welt sind Sie gekommen. Katholiken und Nichtgläubige. Keiner ist von der Liebe ausgeschlossen. Vom Mitgefühl. Keiner. Thank you.
Es heißt, sein Zustand habe sich verschlechtert. Eine Infektion ist dazugekommen. Der letzte Stand der Dinge, ein durchgebrochenes Magengeschwür. Was ihn jedoch nicht davon abhält, sich mitzuteilen, wen er gern als seinen Nachfolger sehe, Kardinal Montini. Ich sorge mich nur um Angelo im Moment. Ich will zu ihm. Höchstwahrscheinlich wird er uns Kardinäle zu sich rufen. Er wird nach uns schicken. Aber möglicherweise nur zur letzten Ölung. Kann ich Sie irgendwohin mitnehmen, Eminenz? Nein, nein. Ja. Mein lieber Angelo, ich bete, das Schicksal möge mir vergönnen, dich noch ein letztes Mal zu sehen. Aber wer weiß, ob das möglich sein wird. Darum schreibe ich dir. Ich kann nicht weiterleben, ohne dich um Vergebung zu bitten, für die vielen Misshelligkeiten, in die ich dich gebracht habe. Gewähre mir noch einmal, durch dein Lächeln erleuchtet zu werden. Morgen, Angelino. Was ist denn? Ist doch noch viel zu früh. Nein, nein. Ich bitte dich, Saverio. Nein, ist es nicht. Er ist noch viel zu klein. Ist Zeit für die Frühmesse. Oh. Ist ein langer Weg. Pater Noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Was sagt der uns da, Onkel? Ist lateinisch. Weißt du, was es heißt? Natürlich, unser täglich Brot gib uns heute. Unser täglich Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld. Und vergib uns unsere Schuld. Wie wir vergeben unseren Schuldigern. Wie wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung. In Versuchung führe uns nicht. Sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Sondern erlöse uns. Amen. 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 Es muss noch besser werden. Ja, viel besser, Onkel. Hör zu, Angelo. Feldarbeit ist hart, aber sie ist dir vertraut. Wo du jetzt hingehst, wird dir alles und jeder Mensch völlig fremd sein. Und wer soll dir beistehen? Hast du dir das gut überlegt? Papa, ich will Priester werden. Alles andere ist nicht so wichtig. Da drüben, hinterm Wald, liegt Celana. Von hier an musst du deinen Weg allein finden. Mhm. Geh. Papa, sag, wann soll ich denn die Schuhe anziehen? In der Schule. Angelo! Mattia! Wir lernten uns auf dem Seminar kennen. Und es war zweifellos die schönste Zeit meines Lebens. Deine Freundschaft war ein kostbares Geschenk. Und auch Nicola gehörte dazu. Er hat dieses Foto gemacht.
Kannst du nun damit umgehen oder nicht, Nicola? Ja, ja, nur Geduld. Ich weiß nur nicht. Also wird das heute noch was, hä? Huh? Jetzt drück schon auf den Knopf. Ja, ja, gleich. Aber ihr steht ja auf dem Kopf, Mattia. Das ist nun mal so. Jetzt mach schon das Foto. Na gut. Nicola hat's mehr mit den Büchern. Bitte lächeln. Achtung. Das war's. Ah. Roncalli, ich darf Sie bitten, das ins Hebräische zu übersetzen. Danke. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kitshanu be mitzvotav vetzivanu, la asok bedivrei Torah. Sie scheinen etwas zerstreut, Catania. Angesichts Ihrer jüdischen Herkunft hätte ich gedacht, Hebräisch würde Sie besonders interessieren. Verzeihen Sie, Monsignore. Sie haben recht. Mhm. Ich nehme Ihre Entschuldigung an. Es lag sicher an dem Pamphlet, das Sie da lesen. Gewiss, Monsignore. Aber es ist kein Pamphlet. Es ist eine Schrift der modernen Bewegung. Also sowas lesen Sie, hm? Ja. Häresie ist nicht Gegenstand unseres Lehrplans. Sie bläst frischen Wind in die Häresie der Kirche. Welche Autoren dürfen wir lesen? Ist Kant, der auch verboten ist, ein Heretiker? Die Wahrheit ist, dass die Kirche uns im finsteren Mittelalter belassen will. Ist es nicht so, Monsignore? Für den Augenblick, Signor Catania, werden wir Sie jedenfalls nicht in diesem Klassenzimmer belassen. Nicola ist so arrogant und anmaßend. Das Wort Demut fehlt in seinem Vokabular. Er widerspricht den Lehrern. Aber vielleicht ist das, was er sagt, ja wahr. Warum sollte man nicht gewisse Gedanken offen zur Diskussion stellen? Sie wollen, dass wir eine Wahl treffen. Du weißt, was sie sagen ließ. Weniges, aber sorgfältig. Er liest zu vieles. Intoleranz ist ein Kind der Unwissenheit. Der Pfarrer unseres Kirchspiels pflegte das zu sagen. Gefährlich ist nicht Nicola, sondern die Unterdrückung neuer Ideen. Immer verteidigst du Nicola. Wahrscheinlich, weil er vom Land ist. Wie dein Landpfarrer. Pater Rebuzzini hat mich gelehrt, jedem mit Respekt zu begegnen. Ob er nun aus der Stadt ist oder vom Land, wie ich. Ich wollte dich nicht verletzen. Na, ist schon gut. Ora pro nobis Sancte Johannes Baptista. Ora pro nobis Sancte Andrea. Ora pro nobis Sancte Johannes. Pax Domini sic semper tecum. Amen. Nicola. Angelo, du hast es geschafft. Jetzt bist du ein Priester. Ja. Kommen Sie, Angelo. Ich möchte Sie jemandem vorstellen. Ja. Pater Roncalli, das ist Kardinal Goffredo. Wir sind uns schon begegnet. Ja. Und Monsignore Radini Tedeschi. Freut mich, Sie kennenzulernen. Schon so mancher hat Ihr Loblied gesungen. Vielleicht ergibt es sich eines Tages, ein Stück des Weges gemeinsam zu gehen. Oh, es wäre mir eine Ehre, Monsignore. Bitte entschuldigen Sie mich. Danke. Don Stefano. Eminenz, Gratulation, Pater Roncalli. Bist du also doch gekommen? Natürlich. Ich war die ganze Zeit hier. Ich freue mich sehr für dich. Danke, Mattia. Ich sprach gerade mit meinem Onkel Goffredo. Er sagte, er könnte dich gut unterbringen hier in Rom. In der Kurie. Und in einem Jahr, wenn ich auch die Weihe habe, komme ich dazu. Danke, Mattia, aber ich hätte lieber eine Pfarrstelle in meiner Heimat. Wieso? Alle wichtigen Aufgaben sind hier.
Mit deiner Intelligenz und deinen Fähigkeiten... Die wichtigen Aufgaben sind da, wo die Menschen sind, die wir lieben. Ich will wieder zu Ihnen, Mattia. Sie haben mich die Worte Gottes gelehrt. Mein Sohn! Mama! Habe ich dir nicht gesagt, dass ich zurückkomme? Ja. Papa! Onkel Saverio! Hoc est enim corpus meum. Nichts ist vergleichbar mit jenen köstlichen Augenblicken vor der Messe, wenn du mit der Zeremonie beginnst, die Preparatio Missae, wenn du eins wirst mit Gott und allen Menschen. Nun bist auch du geweiht worden, Mattia, und wirst das Gefühl kennenlernen. Du hast keinen meiner Briefe beantwortet. Es muss die römische Kurie sein, die dich so in Anspruch nimmt. Ich war auch nicht untätig. Ich wurde Monsignor Radini Tedeschi als Sekretär zugeteilt. Du wirst dich erinnern, wir haben ihn am Tag meiner Priesterweihe kennengelernt. Er ist jetzt der Bischof von Bergamo. Wir sind in die Schweiz gereist und haben eine Pilgerreise nach Lourdes unternommen und sogar nach Palästina. Er ist der Inbegriff eines Seelenhirten für mich, jungen Priester. Ein wahrer Lehrer des Lebens. Die Welt verändert sich und wir müssen damit Schritt halten. Denn jede Wandlung geschieht durch den Willen Gottes. Wo ist Marietto? Gleich hinter mir. Angelo, was tust du hier? Ich war in der Druckerei und hörte von dem Streit in der Fabrik. Marietto hat nur gesagt, hören Sie, Chef, wir sind keine Tiere und wurde auf die Straße gesetzt. Und das nur, weil er Leiter des katholischen Arbeitervereins ist. Das sollten Sie in Ihrem Blatt schreiben. Ja. Da kommen Sie. Und Pater Roncalli in Ihrer Mitte. Halt, Leute, halt! Beruhigt euch, beruhigt euch! Bitte! Ah, unser junger Pater Angelo. Sagen Sie diesen guten Leuten, dass wenn sie nicht arbeiten, sie nichts verdienen. Und dass im Evangelium nichts davon steht, dass man streiken soll. Aber es steht etwas über die Menschenrechte darin. Sie sind mehr ein Agitator als ein Priester. Euer Pater Angelo ist nichts weiter als ein unbedeutender Kleriker, der nur hierher gekommen ist, um den Streik zu schüren. Das alles geschieht nur auf Ihre Initiative hin, nicht wahr? Ich frage mich, was wohl Ihr Bischof Radini Tedeschi zu dieser erbärmlichen Veranstaltung zu sagen haben wird. Arbeit darf nicht zum Krieg werden. Mit Toten und Verwundeten. Arbeit, die geheiligt ist durch den Herrn, sollte beruhen auf dem Respekt vor dem Individuum. Wenn Sie diese Zusicherung nicht erhalten, werden die streikenden Arbeiter die Arbeit nicht wieder aufnehmen. Entschuldigen Sie bitte. Die Messe ist noch nicht vorbei. Von wem ist dieser Artikel über den Streik? Er ist nicht unterzeichnet, Onkel Goffredo. Ah, es sollte dir nicht schwerfallen, darin das Werk eines guten Freundes zu erkennen. Ich verstehe nicht. Unsinn, du verstehst mich absolut. Dieses Blatt wird herausgegeben von Angelo Roncalli, dem Sekretär des Bischofs. Was? Genau der, der immer herumzog mit Nicola Catania. Wir haben da manchmal zusammen Ausflüge unternommen. Wir? Ich will hoffen, es war nur Roncalli, der da zu gewissen geheimen Treffen mit ihm ging. Nein, Angelo ließ sich nicht beeinflussen von den modernen Theorien und Catania schickte man nach 3 Monaten auf ein anderes Seminar. Ja, es gehört nicht viel dazu, ein Bewusstsein zu manipulieren, das nicht gefestigt ist. Mein Junge, Roncalli kollaboriert mit Radini Tedeschi, der mit diesen Theorien sympathisiert. Ich sehe mich gezwungen, den Vorfall
seiner Heiligkeit Pius X. zur Kenntnis zu bringen und Roncalli nach Rom zu beordern, um die Sache zu klären. Darf ich ihn wenigstens vorwarnen? Wenn du das Amt, das ich dir besorgt habe, behalten willst, dann hältst du dich besser fern von ihm. Ich hoffte, Mattia in Rom zu treffen, aber man sagte mir, er wäre abwesend. Ich habe ihn nie mehr gesehen, seit man mich seinerzeit vom Kolleg suspendiert hat. Du weißt, sie haben mir die Lehrerlaubnis entzogen. Ja. Das sind schwierige Zeiten für Menschen, die ihrem Glauben freien Ausdruck verleihen wollen. Mhm. Gewiss. Aber wir werden gehört werden. Wer weiß, ob das jemals möglich sein wird. Angelo, es ist besser, wenn man dich nicht mit mir sieht, im Vatikan. Wirklich? Ja. Gott stehe uns bei. Wir haben erfahren, dass Sie auch Seminare halten für weibliche Studenten. Ich unterrichte auch Frauen, natürlich. Genau wie ich Ihre Beichte höre und Ihnen das Abendmahl reiche. Ich verstehe nicht, wieso ich damit Anstoß erregen sollte. Es ist keine Frage des Anstoßes. Ich möchte mich nur vergewissern, dass es keinen Grund gibt zur Sorge wegen dieser Angelegenheit. Noch wegen einiger Artikel aus Ihrer Feder, die mehr oder weniger modernistisch gefärbt erscheinen. Ich vermute, Sie sind nicht nur hinter mir her, Eminenz. Niemand ist hinter irgendjemand her, Roncalli. Wir wollen nur untersuchen, was da in Bergamo geschehen ist. In Bergamo ist ein Bischof, der zu seiner Herde steht. Und falls er sein sollte, den Sie in Misskredit bringen wollen, verlassen Sie sich darauf. Ich stehe zu ihm. Und das, bis Gott der Herr ihn zu sich rufen wird. Ich weiß, Sie haben dich unter Druck gesetzt, ins Ausland zu gehen. Viel weiter weg, als ich gedacht hätte. 10 Jahre in Bulgarien als unser apostolischer Delegat. Aber wer, wenn nicht du, mit deiner Geduld und Klugheit hätte einen gemeinsamen Nenner finden können mit der orthodoxen Kirche? Doch andererseits hat dich das prompt dahin gebracht, was dir ein Leben lang am Herzen lag, die Einheit der christlichen Kirchen wiederherzustellen. Dann kam eine noch größere Herausforderung als apostolischer Delegat in Griechenland und der Türkei. Der Krieg tobte und verwandelte, wie du schriebst, die Welt in einen Friedhof. Wenn es die Pflicht eines Priesters ist, in solchen Zeiten den Bedrückten und Verfolgten Hilfe zu leisten, dann hast du diese Pflicht unermüdlich erfüllt und oft deine eigene Sicherheit außer Acht gelassen. Deine Briefe, die ich aus Istanbul erhielt, waren wahrhaft alarmierend. Paolo, wir müssen Medikamente kaufen für die Flüchtlinge. Haben wir Geld? Wenn Sie das Geld nennen wollen. Ist das alles? Ich kann mir 2 Zähne ziehen lassen, die haben Goldkronen. Und nicht doch, meine Güte. Da müssten wir ja noch den Zahnarzt bezahlen. Carlo. Das ist die Post von heute und das ist die Korrespondenz der Flüchtlinge, die wir weiter befördern nach Italien, Rumänien und Frankreich. Ich komme mir langsam vor wie ein Briefträger. Mein Problem ist, dass ich zu viele Versprechungen mache. Ihr Problem ist, dass Sie halten, was Sie versprechen. Wenn wir nicht die finanzielle Unterstützung vom Heiligen Stuhl erhalten, ist mir das nicht weiter möglich. Oh, sie ist gerade angekommen. Don Carlo, das hätten Sie mir sagen müssen. Ja, Entschuldigung, aber da ist eine 6-köpfige armenische Familie. Die brauchen eine Unterkunft.
Sie wissen, wir können keine Flüchtlinge mehr unterbringen. Ja, ich habe Ihnen gesagt, Sie sollen es bei den Salesianerinnen versuchen. Ah, gut. Vielleicht können Sie da unterkommen. Hm? Oh, draußen wartet David, der Sie sprechen möchte. David? Hatte ich ganz vergessen. Don Carlo. Die Deutschen halten ein rumänisches Schiff fest. Die Tiare, Bestimmungsort Haifa. Wie es scheint, haben sie vor, es nach Deutschland zu verbringen. Die Ladung? Schrott. Was könnten die Deutschen für ein Interesse an Schrott haben? Der Rabbi hat sich das Gleiche gefragt. Hat es geklappt? Ja. Ich habe das Geld einem Türken gegeben, der wird uns an Bord lassen. Aber wir müssen vorsichtig sein. Und wenn er sich nicht blicken lässt? Keine Angst, er wird kommen. Ich habe ihm nur die Hälfte gegeben. Das sind ja die reinsten Gangstermethoden. Da ist er! Gehen wir! Olduğunuz yerde kalın. Ses yok. Votre Excellence. Monsignor Roncalli. Botschafter. Es ist so selten, dass man Sie auf einem Empfang sieht. Ich fühle mich zutiefst geehrt. Mein ausgeprägter Sinn, mich aufzuopfern, befähigt mich hin und wieder, die Gesellschaft deutscher Offiziere zu ertragen. Ihre Gegenwart ist mir dabei behilflich, lieber Botschafter. Danke, danke. Ah, Oberst. Exzellenz? Ich war Sonntag in der Messe. Mein Kompliment, Sie haben schnell Fortschritte gemacht in der türkischen Sprache. Aber ich muss hinzufügen, ich ziehe es vor, die Messe in Latein zu hören. Genau wie ich. Unsere Sprachen haben gemeinsame lateinische Wurzeln. Aber in Anbetracht dessen, dass wir hier in der Türkei sind, denke ich, ich sollte wenigstens das Evangelium in Türkisch verkünden. Hm. Ah, Botschafter vom Papen. Wie schön, dass er es ermöglichen konnte. Ich wusste gar nicht, dass er kommen würde. Hätten Sie es gewusst, wären Sie nicht gekommen. Als Gottesmann füge ich mich dem Willen des Herrn. Entschuldigen Sie mich. Guten Abend. Welche Ehre. Vielen Dank für die freundliche Einladung. Bitte fühlen Sie sich wie zu Hause, Botschafter. Gnädige Frau. Es ist mir ein Vergnügen. Das Zitat über den Wein. Es stammt aus dem Buch von Leopardi, das Sie mir geliehen und das ich Ihnen immer noch nicht zurückgegeben habe. Haben Sie mich darum schon den ganzen Tag sprechen wollen? Sie wissen sehr wohl, warum ich Sie sprechen will. Ihre Männer folgen mir überall hin. Das rumänische Schiff muss auslaufen nach Haifa. Völlig unmöglich. Ich habe Order aus Berlin. Das Schiff, so heißt es, soll erst übermorgen auslaufen. Wohin? Bestimmungsort unbekannt. Auschwitz. Treblinka. Wenn das das Endziel ist, wie viele Schiffe sind schon gesunken, kaum dass sie die offene See erreichten? Bitte, helfen Sie mir.
Ich habe ihnen immer geholfen. Das ist wahr. Wenn es um Bagatellen ging, um ihre Seele zu retten. Aber dieses Mal ist es gefährlich und sie haben Angst, sich zu weit vorzuwagen. Hm? Wie heißt es noch? Wir alle sind Diebe, die sich bei Tag bekämpfen und gemeinsam stehlen bei Nacht. Nein. Wir versuchen, Leben zu retten. Es sind 600 Kinder auf diesem Schiff. Völlig verzweifelt rufen nach ihren Müttern. Wo werden sie sie finden? In einem Haufen Asche, in irgendeinem Ofen irgendwo? Bitte hören Sie auf. Man beobachtet uns. Kommen Sie, leisten Sie dem Botschafter Gesellschaft. Der Wein verführte mich dazu zu denken, ich könne seine Gegenwart ertragen. Das war ein schöner Film. Mein Mann und ich waren dieses Jahr auf den Filmfestspielen in Venedig. Entschuldigen Sie bitte. Frau von Papen, könnte ich Sie einen Augenblick unter vier Augen sprechen? Aber gewiss doch, Pater. Entschuldigen Sie mich bitte. Ich möchte Ihnen etwas geben. Nehmen Sie es. Es ist nicht schwer. Ich verstehe nicht. Was ist es? Das gehört einem kleinen jüdischen Jungen. Ich wollte es ihm zurückgeben. Aber ich denke, er wird es nicht mehr brauchen. Bitte entschuldigen Sie mich. Wenn das Schiff nicht nach Palästina auslaufen kann, holen wir die Kinder von Bord. Das ist unmöglich. David, ich schicke ein Telegramm an den Heiligen Stuhl. Ich fordere Blanko-Geleit und Schutzbriefe an. Wir tragen die Namen der Kinder in die Pässe ein und holen sie vom Schiff. Das haben wir schon mal gemacht. Aber es geht hier um 600 Kinder, Exzellenz. Das Schiff läuft heute Nacht aus, Pater Angelo. Und darum haben wir keine Zeit zu verlieren. Hören Sie zu. Sie müssen uns helfen, Rabbi. Wenn die Pässe eintreffen, brauchen wir von der jüdischen Einwanderungsbehörde Visa auf den Namen jedes einzelnen Kindes auf dem Schiff. Verstehen Sie? Gibt's da eine Namensliste? Ich weiß es nicht. Ich müsste mich an meine Leute in Rumänien wenden. Meine Leute in Bukarest haben ein Wunder bewirkt. Gott sei gedankt. Baruch Hashem. Exzellenz, da wäre noch das Problem mit dem Zoll. Na, endlich. Ruhm rät Ihnen da sehr vorsichtig zu sein. Ja. Berlin erwartet die Fracht in Deutschland so bald wie möglich. Wieso? Gibt's irgendwelche Probleme? Gewiss doch. Da wären die üblichen Proteste vom Rat der Juden. Anger. Und dann dieser katholische Priester. Ich werde das Gefühl nicht los, dass er versuchen wird, etwas dagegen zu unternehmen. Wie Sie wissen, war er gestern auf dem Empfang der italienischen Botschaft. Dieser Bischof Roncalli. Er ist unserer Abwehr wohl bekannt. Er wird nichts verhindern können. Aber um ganz sicher zu gehen, wollen wir das Auslaufen des Schiffes vorverlegen. Scheint so. Padre Angelo, gemi bir saat sonra kalkıyor. Bir saat sonra. Er sagt, das Schiff geht in einer Stunde. Seit wann denn das? Ich denke in zwei. Angelo, oraya gitmeniz lazım. Wie viele haben wir? 200, 300. 320. Wir zahlen Bestechungsgeld für die ohne Schutzbriefe. Thank you.
Kapitän! Kapitän, bitte, halt! Halt, bitte! Der Heilige Stuhl hat alle Kinder unter seinen Schutz gestellt. Alle, die sich hier an Bord dieses Schiffes befinden. Hier sind die Schutz- und Geleitbriefe. Tut mir leid, aber ich habe meine Order. Meine Männer machen das Schiff klar zum Ablegen. Nein, Sie verstehen nicht. Der Heilige Vater hat verfügt, dass alle Kinder von Bord gehen. Pater, Sie sind derjenige, der hier nicht versteht. Wir haben Order, sofort abzulegen. Kapitän, einen Augenblick bitte. Hier, wir haben Geld. Pater, warte bitte hier. Es kam eine Anweisung, morgen für einen Inspektor die Einrichtung durchzuführen. Eine Routine Sache. Es steht alles da drin. Wir sind gekommen, um ihm das zurückzugeben. Wir dachten, vielleicht braucht der Junge den Schuh, wenn er durch Haifas Straßen läuft. Danke. Wir bekämpfen uns bei Tag. Und in der Nacht stehlen wir miteinander. Ich weiß, was sie das möglicherweise kosten kann. Möglicherweise. Aber was wiegt das Leben eines alten Mannes gegenüber dem eines Kindes? 600 Kindern. Danke. Langsam, ihr dürft alle an Land. Ja. Und bald geht die Reise weiter. Da freust du dich. Da freust du dich. Ja. 1945 wurde Franz von Papen zusammen mit führenden Vertretern des ehemaligen Großdeutschen Reiches vor dem Internationalen Militärgerichtshof in Nürnberg angeklagt. Aber dank deiner Aussage wurde der Botschafter begnadigt. Er umarmte dich, als er dich in Paris traf. Pius XII. Hatte dich zum dortigen apostolischen Nuntius ernannt. Dann, wenn auch um einiges älter, aber immer noch vital und geistig auf der Höhe, wurdest du Patriarch von Venedig. Du warst überzeugt, dass dies deine letzte Station wäre. Es ist sehr windig, Euer Eminenz. Das ist Venedig. Ja, ich hole ihn, Monsignore. Oh. Matthias. Sollten wir uns kennen? Ich bin's, Nicola. Erkennst du mich nicht mehr? Nicola? Das war vor langer Zeit, ich weiß. Und vieles hat sich verändert. Ich sehe, du bist kein Priester mehr. Was für eine drastische Veränderung. Das war nicht meine Intention. Mein Leben ist vorbei. Alle Türen haben sich vor mir verschlossen. Ich habe keine Arbeit. Du brauchst Geld? Nein. Ich will mit Angelo reden. Es war mir nicht möglich, mit ihm in Kontakt zu treten. Du bist sicher öfter mit ihm zusammen. Kannst du ihm einen Brief aushändigen? Meine Adresse steht auf der Rückseite. Würdest du das für mich tun? Bitte, gib ihm den Brief, Mattia, ja? Ja. Ich muss jetzt gehen, Nicola. Ich muss gehen.
Rat hier. Hab Geduld mit mir. Ich bin nicht mehr so flink auf den Beinen wie früher. Aber du hingegen, du scheinst so agil wie eh und je. Der Schein kann, wie man weiß, trügen. Es wird Zeit, dass ich dir gratuliere zu deinem Patriarchat. Oh, nicht doch. Du weißt sehr wohl, es ist ein Gefängnis. Ein Gefängnis, in dem ich gern einsitzen würde. Dennoch, Angelo, scheinst du ein großes Maß an Freiheit zu genießen hier in Venedig. Wenn das so wäre, würde Papst Pius dich sicher nicht geschickt haben, mir einen Verweis zu erteilen, nicht wahr? Na komm. Was hat es auf sich mit deiner Sympathie für die Sozialisten? Sie hatten ihren Kongress hier in Venedig. Du hast ihnen praktisch deinen Segen gegeben. Manchmal erreicht man durch Toleranz mehr als durch die Peitsche. Doch ich bin unerschütterlich in meinem Glauben, dass die Gesellschaft auf den Lehren des Evangeliums basieren muss. Ja schon, aber jeder Erfolg der Kommunisten bedeutet unvermeidlich einen Rückschlag für die Kirche. Eben darum besteht die Notwendigkeit, den Dialog zu suchen. Man kann religiös sein, ohne jemals den Namen Gottes ausgesprochen zu haben. Wenn man handelt im Geist der Humanität. Du bist verrückt, Angelo. Du hast zu viel Zeit verbracht mit deinem Freund Montini. Weißt du, was der Heilige Vater von ihm denkt? Dasselbe wahrscheinlich, was er von mir denkt. Du bist entweder mit Christus oder mit seinen Feinden. Erlaubt mir, Eminenz, aber Christus hat da nicht von Feinden gesprochen. Ja. Feind ist ein Wort der Menschen, wie Exkommunikation. Armer Nicola, es ist ihm verboten, jemals auch nur wieder einen Fuß in eine Kirche zu setzen. Kannst du dir vorstellen, wie er sich fühlen muss? Hast du ihn mal gesehen? Nein. Heute, Donnerstag, den 9. Oktober 1958, ist seine Heiligkeit Papst Pius XII. In den Morgenstunden in Castel Gandolfo verschieden. Eine erschütterte Menge hatte sich vor der päpstlichen Villa versammelt und hielt die Totenwache. Die gesamte Christenheit trauert um ihren geistlichen Vater. Kardinaldekan Tisserand wird vorübergehend die Macht der Kirche vertreten. Die Kardinäle spendeten den Trost des Glaubens. Pius XII. War ein Führer der Menschen, der Statthalter Christi. Er lebte ganz für das Heil ihrer Seelen. Doch die Zeit ist gekommen für seine letzte irdische Reise. Ganz Rom nimmt daran teil. Roncalli, der Patriarch von Venedig, wäre nicht gerade eine ideale Wahl, aber wir müssen die Wahrscheinlichkeit seiner Kandidatur in Betracht ziehen. Ich sehe seine Kandidatur nicht im Einklang mit den wahren Interessen der Kirche. Wir wissen, welche Kardinäle er bevorzugen würde. Die für Veränderung sind. Ja, obgleich er auch immer fromm und voller Respekt ist für die Tradition und dazu überaus diplomatisches Geschick bewiesen hat, was Pius klar erkannte, sodass er ihn zu seinem Nuntius in Frankreich bestimmte. Er hat viele Verdienste. So wie die Dinge liegen, käme er für einige Jahre in Frage. Und er ist nicht ganz ohne Beschwerden. Mit anderen Worten, wir sprechen von einem kurzen Pontifikat. Nun, nennen wir es eine Übergangslösung. Das verschafft uns Zeit, uns für einen Kandidaten zu entscheiden, der unseren Prinzipien entspricht. Für eine Wahl, durch die wir besser vertreten wären. Angelo Roncalli ist von schlichtem Gemüt. Jemand, der niemals seine einfache Herkunft verleugnet hat. Von einer Güte, die manchmal fast an Einfalt grenzt. Ich bitte um Vergebung, wenn ich widerspreche. Aber das Bild, das Sie eben von Patriarch Roncalli zeichneten, entspricht nicht der Person, die ich kenne. Hinter seinem scheinbar schlichten Gemüt verbirgt sich ein messerscharfer Verstand. Wer das nicht sehen will, der ist höchst einfältig. Roncalli wird der Kirche seinen Stempel aufdrücken.
Extra omnes. Das Konklave begann am 25. Oktober und dauerte 4 Tage. Du schriebst damals: Ich hege die Hoffnung, nach meinem geliebten Venedig zurückzukehren, bis der Herr mich zu sich ruft. Aber dein Name tauchte immer wieder auf, neben dem des Kardinals Agagianian. Am 28. notiertest du: Mein armer Name steht wieder oben an. O Herr, hilf mir. Annuntio vobis gaudium magnum. Habemus Papam. Habemus Papam. Eminentissimum ad reverendissimum Dominum, Angelum Josephum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Roncalli. Qui sibi nomen imposuit Johannes Vigesimus Tertius. Im grellen Licht der Fernsehscheinwerfer erteiltest du deinen ersten Segen von der Loggia der Peterskirche. Auch Nicola war da, in der Menge. Er rief deinen Namen. Sagte, du wärst der Papst der Leidenden, der Ausgestoßenen, der Gestrandeten. Seit dem Tag, an dem du gewählt wurdest, warst du bei schlechter Gesundheit. Doch niemals hast du eine Audienz verschoben. Niemand kann ermessen, wie anstrengend das Leben eines Papstes sein kann. Ich erinnere mich an den Tag vor 5 Jahren, als der Schah von Persien dich im Thronsaal erwartete. Du wurdest im Tragsessel hereingetragen, von goldenem Licht umhüllt. Eine vollkommene Szene. Aber als ich dich näher betrachtete, fiel etwas wie ein Schatten über dein Gesicht. Aber nichts hätte dich von deiner Pflicht abhalten können. Das hast du sofort Monsignor Capovilla mit einem Lächeln zu verstehen gegeben, dem dieser Moment der Schwäche ebenfalls nicht entgangen war. Außer dich selbst, lieber Angelo, hast du nie etwas vernachlässigt. Dr. Caputo sollte jede Minute hier eintreffen. Wenn ich auch gern davon absehen würde, aber es besteht die Notwendigkeit, ein paar Untersuchungen vorzunehmen. Wird nicht leicht sein, ihn davon zu überzeugen. Er sagt nach wie vor, es gehe ihm gut. Dr. Baldoni muss so schnell wie möglich zu seiner Heiligkeit. Er muss doch hier sein. Sehr wohl, Monsignor. Ich werde mal sehen. Verzeihen Sie bitte, Gusso, aber Sie werden doch wohl wissen, ob er hier ist. Nun, ja, natürlich. Buenas dias, Eure Heiligkeit. Guten Morgen. Danke, Guido. Sie sehen in letzter Zeit ein wenig erschöpft aus. Vielleicht habe ich Sie zu sehr beansprucht. So viel gab es in Venedig nicht zu tun. Eure Heiligkeit, ich bin so glücklich. Ich fühle mich so geehrt, dass ich keine Erschöpfung kenne. Aber wie werden Sie entlohnt für Ihren langen Tag? Angemessen. Aber ist dieses angemessene Gehalt genug für Sie und Ihre Familie? Nun, wir kommen zurecht. Guido, ich habe das Gehalt für die ständige Pistin erhöht. Und für die Stuhlträger. Nun, vorher hatten Sie nur Pius den 12. zu tragen. Jetzt müssen Sie mich schleppen. Und auch die Löhne der Arbeiter hier. Guido, Sie sind der Letzte auf der Liste. Eure Heiligkeit, haben Sie vielen Dank, aber das ist wirklich nicht nötig. Sagen Sie das mal Ihrer Frau. Es wird Zeit. Ist es wahr, dass wir heute ins... Ja, es ist wahr. Wo wir jetzt hingehen, können Sie nichts anderes tun, als auf uns warten. Da ist er! Der Papst!
Es ist kalt hier. Vielleicht fragt ihr euch, warum ich hierher komme. Nun, ihr könnt nicht zu mir kommen. Ja, stimmt, genau. Denkt nicht, es sei einfach für einen Papst frei herumzulaufen. Ich bin gekommen, um euch zu sehen. Und ich möchte mein Herz zu eurem sprechen lassen. Und auch zu den Herzen der Menschen, die zu Hause auf euch warten. Eure Kinder, eure Frauen, Schwestern und Mütter. Schreibt heute Abend eurer Familie und lasst sie wissen, heute ist der Papst bei uns gewesen, weil er euch nicht vergessen hat. Ihr alle seid meine Kinder. Und ich segne euch. Ich bin euer Hirte heute und immer da. Ihr seid bei mir aufgehoben, in einer besonderen Kammer meines Herzens. Nicht, lass ihn durch! Nicht doch! Heiliger Vater! Heiliger Vater! Ich habe einen Menschen getötet. Was Sie sagten, das war nicht für mich bestimmt. Das war nicht... Oh doch, war es. War es. Für dich. Ja, mein Sohn. Ja, besonders für dich. Gehe hin in Frieden. Der Herr weiß um deine Reue und er vergibt dir. Ich werde für dich beten und du bete für mich. Heute im Gefängnis und morgen, wer weiß wo. Ganz gewiss folgt er nicht dem Vorbild seines Amtsvorgängers. Pius XII. Hat seine Herde geistlich aus der Ferne geführt. Er hatte es nicht nötig, um Gunst zu buhlen. Er näherte sich den Gläubigen nur während der Liturgie. Ich habe vor ihm gewarnt. Und es gibt keinen besseren Kritiker als einen ehemaligen Schulkameraden. Er kennt auch Sie bestens. Und doch nimmt er es hin, dass Sie ihn abgelehnt haben. Vielleicht, weil er Sie nicht fürchtet. Er ist weit davon entfernt, einfältig zu sein. Ich sage Ihnen, er fürchtet weder mich noch Tardini, den er zum Staatssekretär ernannt hat, noch fürchtet er Sie, was das betrifft. Ich würde gern die Meinung eines Arztes dazu hören. Dr. Valdoni ist hier. Lassen Sie die Ärzte bei denen, die Sie brauchen. Wir wollen Ihnen nicht die Zeit stehlen. Aber es ist Ihre Aufgabe. Nun, na gut. Dann sollen Sie nicht uns die Zeit stehlen. Ah! Guten Morgen, Heiligkeit. Es ist etwas ganz Besonderes, wieder Erde unter den Füßen zu spüren. Sie hätten meinen prächtigen Garten sehen sollen, den ich in Istanbul hatte. So viele verschiedene Pflanzen, die zusammenlebten in Frieden. Selbst in jener Zeit. Da dachte ich, die Kirche sollte wie ein Garten sein. Erleuchtet durch Gott. Und nicht wie ein Museum, ein sehr verstaubtes Museum. Aber ich war nur ein Bischof und konnte da nicht viel ausrichten. Doch jetzt sind Sie Papst. Ja. Mein Herz erbebt bei den Gedanken. Ich möchte ein Konzil einberufen. Ein Konzil? Eine Versammlung, auf der afrikanische, asiatische und amerikanische Diakone
gehört werden können. Sie meinen ein ökumenisches Konzil? Ja. Alle Bischöfe sollen zusammenkommen. Sie führen die Kirche unter Bedingungen, die für uns unvorstellbar sind. Aber Heiligkeit... Es ist an der Zeit, dass wir sie anhören. Setzen wir uns. Haben Sie schon darüber gesprochen? Bis jetzt wissen nur wir es. Brauchen wir etwa einen Arzt? Sie sind sich darüber klar, dass dieser Entschluss zu heftigen Kontroversen führen wird. Ja. Loris, es ist höchste Zeit für ein Konzil. Es kann nicht mehr länger hinausgeschoben werden. Stellen Sie sich vor, eine Kirche, in der jede Stimme gehört wird. So wie die Blumen im Garten sich der Sonne öffnen. Wir können es tun. Ich möchte hier vor euch allen, verehrte Brüder, mit bebendem Herzen, tief bewegt, aber in gleichem Maße mit demütiger Entschlossenheit, verkünden, dass ich die Einberufung plane für ein ökumenisches Konzil der Weltkirche. Lasset uns beten für einen glücklichen Beginn und für den Erfolg der harten Arbeit, die es mit sich bringen wird. Auf dieses Konzil wird die ganze Welt voller Hoffnung blicken. Ich muss sagen, verehrte Eminenzen, ich habe mit gewissen Reaktionen gerechnet, nicht mit totalem Schweigen. Gewisse Neuigkeiten können einem die Sprache verschlagen. Ich denke, wir brauchen mehr Zeit, Eure Heiligkeit. Das ist eine Ankündigung von überragender Bedeutung. Nahezu 100 Jahre sind vergangen. 100 Jahre seit dem letzten Konzil. Ich hoffe, wir warten nicht so lange, ehe wir das nächste Konzil einberufen. Wozu brauchen wir ein Konzil? Hat Pius der IX. Nicht die Unfehlbarkeit des Papstes proklamiert? Die Bischöfe kommen aus den fernsten Weltgegenden. Die haben doch nicht die leiseste Ahnung davon, wie Rom regiert. Sich abzufinden mit seiner rustikalen Art ist eine Sache. Aber dass er Entscheidungen trifft, ohne uns zu konsultieren, eine ganz andere. Sie müssen das realistisch sehen, Eminenz. Schließlich ist er der Papst. Ist er das? Wir hatten Sie mit der Mission betraut, einen Übergangspapst zu finden. Einer, der den eingeschlagenen Weg von Pius dem 12. weitergeht, in absolutem Gehorsam. Und was hat uns das eingebracht? Ein Konzil! Nehmen. Ich bin hier, um mit Ihnen zu beten. Danke. Guten Tag, Katharina. Guten Tag, heiliger Vater. Bist du es wirklich? Natürlich. Ich bin gekommen, dich zu besuchen. Ich habe zum Jesuskind gebetet. Mach, dass der Papst kommt, weil ich so krank bin. Das ist nicht das, was mir der Doktor gesagt hat. Und er ist sehr gut. Ich habe etwas für dich. Weißt du, wer das ist? Ja, die heilige Katharina. Siehst du, ich wusste deinen Namen schon. Und jetzt leg es unter dein Kopfkissen. Wie ich es in deinem Alter gemacht habe. Sonst fühlt sie sich furchtbar einsam. Hast du noch andere Heiligenbildchen bei dir? Nein, nicht bei mir. Aber ich werde dir welche schicken.
und du kannst sie verteilen. Heiliger Vater, kann ich Ihnen sagen, dass du auch sie beschützt? Was für ein wundervoller Gedanke. Ja, bitte. Ja, sag es ihnen. Und jetzt werde ich für dich beten. Hier, Eure Heiligkeit, ist unser Diagnosezentrum. Das Beste seiner Art in Rom. Oh, gut, gut. Und das dafür verantwortliche Personal. Hochqualifizierte Ärzte und Chemotechniker. Mit anderen Worten, unsere Abteilung erzielt hervorragende diagnostische Resultate. Na wunderbar, nur weiter so. Eure Heiligkeit, ich denke wirklich, ja, dass wir vielleicht, da wir schon hier sind, einige Untersuchungen... Sie arbeiten noch immer, Heiligkeit? Nein, ich gehe nur gerade meine alten Tagebücher durch. Setzen Sie sich. Sie beinhalten mein ganzes Leben. Als ich anfing, diese Seiten zu bekritzeln, da war ich 14. Das hier umfasst die Jahre, die ich in Bergamo verbracht habe. Von 1899 bis 1920. Darf ich? Ja. Eine der glücklichsten Zeiten meines Lebens. Die glücklichste Zeit meines Lebens, die ich verbracht habe mit Bischof Radini Tedeschi. Es gibt Begegnungen im Leben, die wie ein Licht für dich sind. Und wenn wir traurig sind, kommen sie dir wieder in Erinnerung wie eine Melodie, die wir nicht loswerden. Aber es stört uns nicht weiter. Sie können sich nicht vorstellen, wie viel wir einander bedeuteten. Radini mir und ich ihm. Doch niemals haben wir es den anderen wissen lassen. Männer sind so... reserviert? Ja. So ist es auch bei uns, wie wir beide wissen. Eines Tages, da bat er mich, ihm etwas zu versprechen. Angelo, wenn meine Zeit gekommen ist, dann will ich, dass Sie es mir sagen. Weil Sie mir von allen am nahesten stehen, mein Freund. Ich möchte, dass Sie mich halten in diesem Moment. Pater Lois, würden Sie mir das auch versprechen? Sie sind ein Freund. Mein Freund. Guten Morgen, Heiligkeit. Ah, Pater Loris. Ich habe Sie früher erwartet. Was hat Sie aufgehalten? Ist Ihnen nicht kalt? Nein, mir ist nicht kalt. Es ist so wundervoll hier. Und so selten, Rom im Schnee zu sehen. Und die Kuppel der Peterskirche. Wie vom Zuckerbäcker. Sie waren in der Stadt? Nein, nein, ich war in der Kapelle zum Gebet und dann habe ich die Briefe aufgegeben. Frage mich, warum wir noch immer nicht die Ergebnisse der Untersuchungen erhalten haben. Sie kennen sie also? Verzeihen Sie mir.
Es ist wirklich schwer. Sie haben Krebsheiligkeit. Magenkrebs. Nein, nicht weinen. Wir haben keine Zeit dazu. Sie müssen mir helfen, mein Werk zu vollenden. Das Konzil. Nur das will ich noch. Gott hat mir so viel gegeben. Und wenn ich mich noch so sehr ins Zeug lege, ich kann es ihm niemals zurückgeben. Ich kann mir nicht vorstellen, wie es ohne sie weitergehen soll. Dazu bleibt keine Minute Zeit. Sie sind der Sekretär eines sehr beschäftigten Papstes. Haben Sie den Brief an den Heiligen Stuhl vorbereitet? Nein, nein, noch nicht. Dann tun Sie's. Gehen Sie. Am 11. Oktober 1962, nach 44 Monaten der Vorbereitung, wurde das Zweite Vatikanische Konzil feierlich eröffnet. Das Konzil, das dir ein Herzenswunsch war. Unter der leidenschaftlichen Anteilnahme der Zuschauer wurdest du auf dem Tragsessel über den Petersplatz getragen. Das Ereignis, das die Welt in ihrem Verlangen nach spiritueller Vollkommenheit erleuchten sollte, wurde von unzähligen Fernsehsendern und Radiostationen übertragen. Natürlich stand die Kurie dir kritisch gegenüber, vor allem in der Debatte über die lateinische Liturgie. Ein Antrag wurde eingebracht von Missionsbischöfen, die darin ersuchten, die Messe in der jeweiligen Landessprache halten zu dürfen, was den Gläubigen ein besseres Verständnis der Worte ermöglichen würde. In deiner Ansprache wurdest du nicht müde zu betonen: Ökumenische Konzile feiern die Einheit Christi mit der Einheit seiner Kirche. Auf das Menschen, Familien und Nationen ihre Seele auf die himmlischen Dinge richten. In jener Nacht strömte das gläubige Rom auf den Petersplatz, die Eröffnung des Konzils zu feiern. Du hattest keine Rede vorbereitet und deine spontanen Worte werden uns immer im Gedächtnis bleiben. Meine lieben Kinder, ich höre eure Stimme. Meine ist nur eine einzelne Stimme. Aber sie stimmt ein in die Stimmen der ganzen Welt. Und heute Abend ist die ganze Welt hier vertreten. Und es sieht so aus, als wäre selbst der Mond herbeigeeilt, um sich diesen bewegenden Anblick nicht entgehen zu lassen. Wenn ihr heute Abend zu euren Kindern nach Hause geht, dann streichelt ihnen übers Köpfchen und sagt ihnen, das ist ein Gruß vom Papst. Und gibt es Tränen zu trocknen, so habt ein freundliches Wort. Der Papst ist bei euch. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Es ist höchste Zeit, dass es den Gläubigen, die fern von Rom leben, ermöglicht wird, die Messe in der Sprache, die sie sprechen, zu feiern, sodass sie endlich die Worte verstehen. Und auch Elemente ihrer eigenen Kultur in die Messe einzubringen. Was in aller Welt verlangen Sie da? Messe zu halten in der Bantu-Sprache, mit Masken tragenden Bischöfen, sich wiegend zu den Rhythmen von Buschtrommeln? Ja, im Bantu, in Kiswahili, in Italienisch und in Französisch, in all den Sprachen, die die Katholiken auf der ganzen Welt sprechen. In allen, außer in Latein, was keiner von Ihnen versteht. Die Kirche hat seit Jahrhunderten ihre Mission hinausgetragen in die Welt, ohne jemals die Liturgie zu ändern.
Aber die Zeiten ändern sich. Die Welt schreitet voran. Und wir sehen mit Enttäuschung und voller Unwillen, dass Rom das nicht realisiert. Nehmt Platz. Der Papst hat versprochen, sich nicht einzumischen in die Arbeit des Konzils und seiner Kommission. Aber ich glaube, es gibt einige Aspekte, was die Liturgie angeht, als da sind, in welcher Sprache die Messe abgehalten werden soll, sodass der Papst sich gezwungen sieht, seine Meinung zu äußern. Die Heilige Messe zelebriert in primitiven Sprachen. Unvorstellbar. Er hat uns Kurienkardinäle zu Marionetten gemacht und sich selbst hat er ein Denkmal gesetzt. Hier, sehen Sie, sein Konterfei auf der Titelseite von Time Magazine. So etwas hat es noch nie gegeben. Das beweist nur, dass seine Heiligkeit ein großartiger Vermittler ist. Er versteht es, die Herzen der Menschen zu rühren. Und dazu sind ihm alle verfügbaren Mittel recht. Zeitschriften, Radio, Fernsehen. Dann sollten auch wir uns ihrer bedienen. Wir müssen einen Weg finden, das zu erschüttern, was er für die Öffentlichkeit darstellt. Der Ruf, den er gegenwärtig hat, ist makellos, unmöglich ihn anzugreifen. Aber was ist mit seiner Vergangenheit? Sie erinnern sich, wie unerträglich sich die Prälaten aus dem Norden der römischen Kurie gegenüber verhielten. Diese Modernisten. Radini Tedeschi war ein Bischof mit progressiven Tendenzen. Sie kennen Angelo besser als irgendeiner von uns. Sie wissen, wo zu graben ist. Sie verlangen von mir, ihn zu verraten. Nein. Nennen wir es ein Bekenntnis Ihrer Loyalität der Kirche gegenüber. Der Kirche, an die Sie glauben. Guten Morgen, Eure Heiligkeit. Pater Loris, was ist? Sie sehen ganz bestürzt aus. Schlechte Nachrichten zu überbringen ist nicht angenehm. Halb so schlimm, wenn der Empfänger Sie schon kennt. Sie haben es gelesen? Ja. Da steht, die Kirche versinkt im Chaos, durch Sie. Sie wären nicht imstande, die göttliche Wahrheit unserer Kirche zu bewahren. Und Ihr Konzil wäre durchsetzt mit Modernismen. Diese Anschuldigungen kommen von innerhalb dieser Mauern. Diese Mauern beschützen nur jene, die das Gute wollen. Die Steine, die Sie nach mir werfen, hebe ich nicht auf. Wer verfügt über solch umfassende Kenntnis Ihrer Seminarzeit? Jemand, der mit mir auf dem Seminar war. Kardinal Carcano. Hier, bitte. Danach werden Sie gut schlafen. Danke, Schwester Rolanda. Gute Nacht, Eure Heiligkeit. Gute Nacht. Wir unterbrechen unser Programm für eine aktuelle Meldung über die neueste Entwicklung in der Auseinandersetzung zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und der Sowjetunion, die kubanischen Hoheitsgewässer betreffend. Guten Abend. Ein Verband sowjetischer Kriegsschiffe, die möglicherweise Mittel- und Langstreckenraketen mit sich führen, nähert sich dem Sperrgürtel der Blockade, die von Präsident Kennedy verhängt wurde. Die Welt hält den Atem an, wegen der gefährlichen Entwicklung der Situation, die sich zu einem nuklearen Konflikt zuspitzen könnte. Es scheint keine schnelle Lösung in Sicht zu sein, seit sowjetische Raketenstellungen auf Kuba gesichtet worden sind. Wir halten Sie weiter auf dem Laufenden. Danke. Gott. Schwester Rolanda, beruhigen Sie sich. Was wird jetzt passieren, Eure Heiligkeit? Meine Familie ist da. Meine Schwestern, meine Nichten, meine Neffen. Nicht noch einen Krieg. Gott wird nicht zulassen, dass es dazu kommt, Guido. Er wird die Welt nicht untergehen lassen. Diesmal könnte es nämlich das Ende sein. Was gibt es? Die Situation Kuba hat sich weiter verschärft. Die Amerikaner sind bereit für einen eventuellen Gegenschlag. Beide Seiten haben ihre Flottenverbände in Position gebracht. Der amerikanische Botschafter sendet uns eine Kopie ihres Ultimatums. Sie geben den Russen 24 Stunden, ihre Kriegsschiffe abzuziehen. Was ist mit Verhandlungen? Keine Friedensgespräche? Nein, Monsignore.
Wie auch immer, da wäre noch etwas, Heiligkeit. Unser Evakuierungsplan, sollte es zum Krieg kommen. Im Falle eines Atomkrieges gibt es nirgends eine Zuflucht. Was die Kirche als die höchsten Güter ansieht, sind Frieden und Brüderlichkeit aller Menschen. Jene von euch, in deren Hände Gott der Herr die Macht gelegt hat, hört! Hört den angstvollen Schrei, der überall aus allen Teilen der Welt erschallt. Von alt und jung, von Einzelnen und von Gemeinschaften. Hört, wie er sich gen Himmel erhebt. Frieden, Frieden, Frieden. Hier und heute beschwören wir demütig die Mächtigen dieser Welt, vor diesem Aufschrei der Menschen nicht die Ohren zu verschließen und der Welt die Schrecken eines Krieges zu ersparen, dessen furchtbare Konsequenzen unvorstellbar sind. Wir beten, dass weiterhin verhandelt wird, auf allen Ebenen. Denn das ist der Weg der Vernunft, der Vorsicht. Darauf ruht der Segen von Himmel und Erde. Und nur wenn Sie diesen Weg gehen, werden Sie reinen Gewissens vor dem Urteil der Geschichte bestehen. Die russische Flotte hat abgedreht. Oh Herr, danke. Das war wahrhaft ein Wunder. Das Wunder, Heiligkeit, war Ihr Appell. Nein, es war nicht nur das. Es war der göttliche Wille. Und der Wille der Menschheit war damit im Einklang. Das war das wirkliche Wunder. Der Wunsch nach Frieden muss zur Tat werden in den Herzen aller Menschen. Nicht nur der Katholiken. Denn der Papst muss alle seine Kinder lieben. Gleichermaßen. Heiligkeit. Ja. Schneller, ich bin schon spät dran, fahr zu! Aus dem Weg! Zurück, zurück! Tut mir leid, aus dem Weg! Zurück! Wer ist das? Rada Khrushcheva, Khrushchevs Tochter. Frau Atyubey, Frau Atyubey! Vom sowjetischen Ministerpräsidenten? Ja. Поздравление с Рождеством Христовым, Папе Джованни 23. Meine Frau sagt, dass ihr Vater hat herzliche Weihnachtsgrüße geschickt an den Papst. Wie ich hörte, wollen Sie 2 Tage bleiben. Was haben Sie vor hier in Rom? Da, Wir wollen treffen seine Heiligkeit, Johannes 23. Im Vatikan? Persönlich. Was denn? Kommunisten beim Papst? Nichts ist mehr heilig. Bitte lächeln. Wollen Sie Rada Khrushcheva und Ihren Mann tatsächlich empfangen? Heiligkeit, bedenken Sie. Atyubey hat eine Schlüsselposition. Theoretiker, ein führendes Mitglied des Politbüros. Ich sehe das etwas anders, Eminenz.
Wenn ich ablehne, diese Menschen zu empfangen, die nichts weiter wollen, als mir nur einfach ihre Ehrerbietung erweisen, wäre das ein Affront, Eminenz. Aber die Russen werden diesen Empfang ausschlachten, zu Propagandazwecken. Chruschtschow entließ Priester aus dem Gefängnis, ohne irgendeine Gegenleistung zu fordern. Und er war empfänglich für meinen Appell während der Kuba-Krise. Heiligkeit, das ist ein trojanisches Pferd. Nein, das ist wie ein Signal von einem fernen Planeten. Wie sollten wir dem nicht unser Ohr leihen? Ich weiß auch, dass sie Mutter von drei Kindern sind. Und знает, что у вас трое детей. Да, Никита, Алексей и Иван. Ah, Никита, nach seinem Großvater. Никита, как дедушка. Да-да. Und ich weiß, Алексей ist ein sehr beliebter Name. Имя Алексей очень популярно на Востоке. Aber Иван... Johannes ist der Name, den ich als Papst gewählt habe. Es ist der Name meines Vaters und auch der meines Großvaters. Wenn Sie nach Hause kommen, nach Russland, umarmen Sie den kleinen Ivan. Besonders herzlich an meiner Stadt. Крепко обнимите от меня маленького Ивана. Die beiden anderen haben sicher nichts dagegen. Другие ваши дети не обидятся. Danke. Ich danke Ihnen. Sind Sie sicher? Absolut, Eure Heiligkeit. Kein Wort über die Audienz mit Rada Chruschtschowa Adjubai. Ich bin erstaunt. Ich kann das nicht verstehen. Das habe ich eigentlich von den anderen Zeitungen erwartet. An deren Angriffe habe ich mich inzwischen gewöhnt. Aber das ist der Osservatore Romano, unsere eigene Zeitung. Ist nicht mal erwähnt. Ich habe es ausdrücklich gewünscht. Zu meiner Zeit zeigte man dem Papst gegenüber noch Gehorsam. Um genau zu sein, Heiligkeit, da war ein Bericht von unserer Presse. Das heißt, es wird einen geben. Hier ist ein erster Entwurf für einen Artikel, der nächsten Monat in der katholischen Zitadelle erscheinen wird. Ist so etwas möglich? Eine Geste des Friedens verdreht zu einem vulgären, widerlichen Angriff. Bist du der Verantwortliche für diesen Artikel? Ich habe ihn inspiriert, wenn auch nicht geschrieben. Hier heißt es... Hier... Der Papst gab eine Privataudienz der Tochter eines Führers einer politischen Partei, die schon von jeher als ein Erzfeind der Kirche angesehen wurde. Es scheint mir höchst unangemessen, den Kommunismus so zu definieren. Wie würdest du ihn definieren? Ich versuche, ihm den Boden zu entziehen, nicht zu definieren. Da gibt es viele, die nicht den Eindruck haben. Die Feinde von gestern können die Freunde von morgen sein. Doch die Kirche hat keine Feinde. Und Widersacher sind die, die dich mit dir selbst konfrontieren, Mattia. Du bist mir niemals ein solcher gewesen. Du hast mich immer nur bekämpft. Und das von jeher. Du hast das Recht, mich meines Amtes zu entheben hier in der Kurie. Wenn du kein Vertrauen mehr in mich hast, warum verfährst du nicht so? Weil ich dich nicht aus meinem Herzen verbannen kann, Mattia. Du bist ein Teil meines Lebens. Wie Nicola. Ich hörte, er hat versucht, mit mir Kontakt aufzunehmen. Ich habe meine Freundschaft mit Nicola, wie du weißt, nie geleugnet. Wenn sonst nichts ist, Heiligkeit.
Warum ist es nur so schwer? Eine Ausgabe von Parzimentaris in Spanisch. Eine Ausgabe von Parzimentaris in Französisch für Staatspräsident de Gaulle. In Englisch für Präsident John F. Kennedy. Eine Ausgabe in Russisch für Ministerpräsident Nikita Khrushchev. Falschheit auf Erden, sowas. Auf Wiedersehen, Schatz, ich muss los. Du wirst doch dafür sorgen, dass seine Heiligkeit dieses Blatt nicht zu Gesicht bekommt. Ist es nicht abscheulich, was sie da machen mit der Enzyklika? Friede auf Erden, mit Hammer und Sichel. Sie geben ihm die Schuld, dass die Kommunisten 1 Million Stimmen bei unserer letzten Wahl erhalten haben. Und weißt du warum? Weil in seiner Enzyklika die Rede ist von der Arbeiterklasse, den Rechten der Frauen, eben den Unterprivilegierten. Und dass er sich für die Menschenrechte einsetzt, bedeutet doch keine politische Stellungnahme. Dieser Unsinn wird ihn furchtbar verletzen und das, wo es gesundheitlich so schlecht um ihn steht. Mach dir keine Sorgen. Seine Enzyklika wird alles überdauern. Aber diese Zeitung wird bald nur noch als Einwickelpapier für Fisch stehen. Apropos, wir haben Freitag. Heute ist Fischmarkt. Mach's gut, Schatz. Guido? Sie haben nicht meine Zeitung mitgebracht? Sie ist noch nicht geliefert worden. Oh, wie schade. Wie ich hörte, soll es darin eine Karikatur geben, die mich zeigt. Aber sie hat keinerlei Ähnlichkeit mit Ihnen, ich schwör's. Also haben Sie die Zeitung doch schon bekommen? Ja, Eure Heiligkeit. Ich brachte es nicht übers Herz. Sie wollten mich um das Vergnügen bringen, von Ihnen getröstet zu werden, Guido. Ihr seid meine Familie. Ihr seid die Menschen, an die ich mich wende, wenn ich enttäuscht bin, die mich aufrichten. Ist sie da? Ist sie wirklich so krank? Sie sieht so hübsch aus, so voller Leben. Ja. Sie ist schwer krank. Weißt du, dass Könige und Königinnen aus der ganzen Welt auf diesem Stuhl gesessen haben? Wie eine kleine Prinzessin siehst du heute aus. Guten Morgen, heiliger Vater. Komm. Möchtest du mal auf meinem sitzen? Mhm. Aber sag es keiner Menschenseele. Danke, dass du gekommen bist, mich zu besuchen. Sind Gottes Hände so wie deine? Schon möglich. Er schuf die Erde, das Land. Ich vermute, ja. Er hat Hände wie die meinen. Und was passiert, wenn Gottes Hand dich zu sich holt? Du siehst alle Menschen, die du liebst, wieder. Also wirst du nicht allein sein. Oh nein, du wirst dich nie allein fühlen. Aber wenn Gott dich zu sich genommen hat und ich bin noch hier, wie kann ich dir was sagen, wenn ich das will? Ruf mich einfach. Ich höre dich schon. Ich hab dich lieb, heiliger Vater. Kann ich kommen und dich wiedersehen? Aber natürlich kannst du das, Katharina. Natürlich kannst du das.
mir versprochen, dass ich ihn wieder besuchen kann. Lässt du mich zu ihm gehen, Mama? Natürlich. Nicht weinen. Nicht weinen, mein Liebes. Komm, komm mit mir. Der Vatikan verkündete heute Morgen, dass der schwerkranke Papst Johannes der 23. die Kardinäle der Kurie am Krankenbett empfangen würde. Tausende von Briefen und Telegrammen haben den Vatikan erreicht, mit Worten des Trostes für den guten Papst Johannes, der sogar noch in diesem kritischen Augenblick seines Lebens auf unvorstellbare Weise die Herzen der Menschen auf der ganzen Welt zu gewinnen vermag. Gesehen heute Morgen. Also sahst du mich doch. Ich war auf dem Weg zum Petersplatz. Wie geht es ihm? Wirst du ihn noch mal sehen, bevor er... Gewiss doch. Ich habe ihm deinen Brief nie ausgehändigt. Vergib mir. Umarme ihn für mich. Darf ich dich umarmen? Nicola war gerade hier. Du hast ihn gesprochen? Ja. Er ist da und wacht. Zusammen mit all den anderen Menschen. Er möchte dich umarmen, aber wie du weißt, Angelo, ist ihm dieses Privileg nicht vergönnt. Wir sind noch immer wir selbst. So wie damals als Jungen. So wie wir immer sein werden. Ich muss dir etwas beichten. Nein. Ich weiß, was du mir sagen willst. Bitte. Vergib mir. In meinem Herzen wird es immer einen Platz für dich geben, Mattia. Bitte, trauere nicht um mich. Wir sind im Himmel gemacht und sind dann hier. Für ein Weilchen. Und dann begeben wir uns wieder auf die Reise. Entschuldigen Sie bitte.
Ich bin sicher, dass unser Herr in seiner Barmherzigkeit mich jetzt zu sich rufen wird. Ich habe mein Leben lang der Kirche gedient. Und die Einheit aller Christen war mein Ziel. Aber, Pater Lois, es muss einen Dialog geben zwischen allen Religionen für den Frieden auf Erden. Heiliger Vater, Heiliger Vater, Heiliger Vater. Genommen, nicht? Ja. Sei nicht traurig. Und wenn ich will, dann kann ich mit ihm reden. So. Das hat er mir gesagt. Du hörst mich doch, heiliger Vater, nicht wahr? Hallo, heiliger Vater. Hallo. Con l'animo profondamente commosso, diamo il seguente triste annunzio. Il sommo pontefice Giovanni XXIII è morto. Il Papa della Bontà è ispirato santamente e serenamente, dopo aver ricevuto i sacramenti di Santa Romana Chiesa, nel suo appartamento del Palazzo Apostolico Vaticano, alle ore 19:49 di quest'oggi, 3 giugno 1963. Assistito dai collaboratori più intimi, dai congiunti, dai medici. Il morbo inesorabile, acuitosi nelle ultime due settimane, che tuttavia non ha impedito al vicario di Cristo di espletare fino all'ultimo giorno, con indomita volontà e pastorale zelo, gli ardui compiti del suo alto ufficio, ha stroncato la sua forte fibra.